Willkommen zurück bei Pokémon Infinite Fusion Randomizer Nuzlocke Challenge. Ja, ich habe im letzten Mal einfach dreist behauptet, ich würde mir bis zu dieser Episode überlegen, wen wir ins Team nehmen. Das war komplett gelogen. Genau das Gegenteil war der Fall. Ich habe vergessen, dass ich einfach 3 Wochen lang weg bin und natürlich jetzt vollkommen vergessen habe, wo wir waren. Ich habe mir das nochmal kurz angeschaut, also wir waren beim letzten Mal in der Safari-Zone, wir waren danach noch bei Koga, haben ihn easy besiegt und trotzdem fürs Training unseren Smaug geopfert. Das war schon richtig mies, ein richtig dummer Move. Jetzt wollten wir noch überlegen, was wir jetzt als neues 6. Pokémon in unser Team aufnehmen. Ich konnte mich beim letzten Mal nicht entscheiden und ich werde es wahrscheinlich auch jetzt immer noch nicht können, denn ich wollte mir das eben überlegen. Lass uns mal nochmal kurz unser Team anschauen und habe es einfach nicht getan. Wer hat denn aktuell eigentlich den EP-Teiler? Q-Horn hat den EP-Teiler. Wir könnten natürlich jetzt erstmal einfach irgendwas nehmen, Hauptsache es ist auf einem besseren Level. Abda ist halt auch einfach Level 21. Das ist halt alles Kacke. Ich habe es beim letzten Mal, glaube ich, schon angekündigt, dass wir wahrscheinlich mal wieder eine Trainingssession brauchen. Eine Grind-Session. Es ist so ein bisschen das Problem. Eigentlich haben wir in der Safari-Zone ganz coole Sachen gefangen. Aber solange ich nicht wirklich weiß, was ich eigentlich mitnehmen soll, will ich nicht eins von hier nehmen. Denn wir hatten ja gesagt, ich muss die dann auch fusionieren und die anderen freilassen. Sobald ich mich für eins entscheide. Von daher würde ich jetzt lieber erstmal einen von hier... Mann, das tut weh. Würde ich gerne einen von hier mitnehmen. Stahlgift brauchen wir nicht wirklich. Shelter, da haben wir auch den Abda. Wasser, Geist haben wir schon im Team. Normal brauchen wir nicht. Gift haben wir auch schon. Wasser haben wir auch schon. Wasserflug. Haben wir auch beides im Team, ne? Flug haben wir, Wasser haben wir. Ja, ist echt gar nicht so leicht, sich da zu entscheiden. Das hier ist halt auch nur Gestein. Haben wir aber auch. Ist auch Wasserflug, Boden, Käfer haben wir theoretisch. Boden haben wir, zweimal sogar. Brauchen wir auch halt einfach gar nicht. Gut, Drache haben wir jetzt nicht mehr im Team. Ist aber auch gar nicht so ein geiler Typ. Es ist halt nur effektiv gegen Drache. Jo. Aus diesem Grund hätte ich mir das jetzt eigentlich überlegen sollen, was ich natürlich einfach vollkommen vergessen habe. Oder sollen wir uns doch schon für einen hier entscheiden? Dratini, Dragonier mit irgendwas. Mit einer Fee wäre halt auch richtig witzig. Drache Fee. Mit ihm hier vielleicht. Dieses Vieh ist halt auch richtig nice. Ich nehme jetzt erstmal einfach das Vieh mit, das das höchste Level schon hat. Einfach weil wir keine Ahnung haben, was wir nehmen sollen. 29 hat der hier, 30. Du entwickelst dich halt auch nicht mehr, ne? Ich nehme vielleicht hier so einen 29er irgendwie mit. Hier diesen Shelter oder so. Den nehmen wir jetzt erstmal mit. Und geheilt ist das Team, glaube ich, ne? Was ich noch schauen wollte beim letzten Mal. Und zwar... Oh, okay, es passiert eh schon irgendwas. Oh. Ein Rivalen-Match. Oh, okay. Darauf war ich nicht vorbereitet. Beziehungsweise weiß auch nicht, wie ich mich sonst vorbereitet hätte, aber mental war ich nicht darauf eingestellt.
Torgenair. Oh, der hat genau das, was ich meinte. Oder ist es Feegeist? Feedrache? Oder ist es Flug? Sicher. Okay, gut. Es könnte dann anfällig sein für Gift, falls es Fee ist. Ja, ist es. Sieht mega cool aus. Richtig coole Kombi. Aber er ist halt trotzdem tot. Hilft halt nichts. Gira Ray. Ist das ein Giratina und ein irgendwas Ray? Giratina ist auch Drache, oder? Oder ist es auch Boden? Wir haben nichts gegen Drache. Ach, das ist ein Girafferig und ein Luxtra? Ist das ein Luxtra? Das könnte Elektro sein. Ich mache jetzt einfach mal Boden drauf. Ich glaube, das war Elektro. Oh, False Swipe ist richtig gut zum Pokémon fangen. Richtig gut, wenn es das ist, was ich meine. Ja, das ist Trugschlag auf Deutsch. Das ist richtig nice. Damit kann man Gegner nicht töten. Ist eine Attacke, die fügt Schaden zu, tötet aber nicht. Selbst wenn der Gegner nur noch ein HP hat und man benutzt es aus Versehen nochmal, bleibt es bei einem HP. Das ist sehr nützlich, aber halt an sich auch gar keine gute Attacke. Also keine starke Attacke. Was machen wir denn jetzt hier? Boden haben wir theoretisch auch auf der Queen, aber ist halt auch Stab bei ihm. Gestein ist bei ihm auch Stab. Rock Smash. Brauchen wir halt eigentlich auch als VM irgendwie. Iron Head. Ist Iron Head gut? Ja, das ist ja leider auch gut. Oh Mann. Make it time. Lynch Rock Blast. Halt Stab und ist eigentlich auch nicht schlecht, ne? 2 bis 5 Mal. Das heißt Durchschnitt 3,5 Mal. Das heißt 25, 72, 75, 87 Schaden im Durchschnitt. Fuck. Oh Mann, das macht halt auch 100 Schaden, dieses Ding. Das ist halt auch richtig heftig. Und dann noch Stab. Mann, was mache ich denn? It deals twice the damage if used on a Rock-Type, vermute ich mal. Habe ich beim letzten Mal schon vermutet. Dass es halt, ich mache jetzt mal Rock Smash weg, weil es eigentlich nicht so eine gute Attacke ist. Es ist halt nur, wir brauchen das halt einfach auch als VM. Torenx. Was ist denn ein Torenx? Nein. Oh, ein Jinx, ein Rosana und... Das sieht ein bisschen so aus, als wäre das Rosana von so einem Parasit gefressen worden, das einfach so ein Ei hineingelegt hat und dann ist so ein... irgendein widerliches Gedöns aus dem Gesicht jetzt geschlüpft. Was ist das? Ich verstehe es nicht. Irgendwas mit Tor. Tor Nupto. Tor. Weiß es nicht. Ist es Geist oder Psycho? Ist es Eis oder Psycho? Okay, es ist. Nicht Eis. Nee, das hab ich beim letzten Mal schon verwechselt. Ne? Eis und Boden, das war irgendwie anders. Eis ist gut gegen Boden. Nicht Boden ist gut gegen Eis. Dann versuche ich es mal mit Biss und hoffe, dass es Psycho ist. Sieht zumindest so aus, ja. Manswein. Das ist ja geil. Der Mannschwein. Der Schweinebärmann. Schweinebärmann benutzt der Mannbärschwein.
Okay, es ist einfach ein Mankey und ein. Wie heißt das nochmal? Die zweite Entwicklung von Keifel. Dann ist es quasi ein Man-Man-Bull. War das nochmal das Gift gut gegen Kampf? Ja, ne? Nee, ich muss wirklich. Ich. Ist sogar ziemlich schlecht. Weil es Boden ist, oder? Ich bin total raus aus dem Pokémon-Game. Was ist los mit mir? Boden, hier, mach ich einfach mal Flug. Das ist zwar auch nicht effektiv gegen. Aber gegen Kampf, natürlich. Ich hätte ja Flug gehabt. Warum mache ich Gift? Das ist natürlich. Flug, die richtige Wahl. Mad Duck. Das könnte ja auch so ein echter Pokémon-Name sein. So ein Mad Duck. Das ist auf jeden Fall ein Dings hier, ein Entoron. Und ein Machomai, Macholo, Machok. Irgendwas Kampfiges. Oh Mann. Also was ich eigentlich machen wollte, anstatt diesen gegen diese Rivalen jetzt hier zu kämpfen. Was bin ich jetzt? Wassertyp? Okay. Ich wollte nochmal in das Hotel gehen, denn ich habe mich erinnert, wir haben in der Safari-Zone so eine Frau getroffen, die dann gesagt hat, ach super, dass du mir geholfen hast, dann gehe ich jetzt mal ins Hotel. Und ich habe keine Ahnung, was inwiefern ich dieser Frau geholfen habe, aber ich wollte mal nochmal vorbeischauen. Und es gibt ja auch immer in jeder Stadt diesen Typen, der uns diese Flöten gibt, nachdem wir die Arenaleiter geschafft haben. Den wollte ich auch nochmal besuchen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo der jetzt hier in dieser Stadt war, aber werden wir schon irgendwo finden. Übrigens, Opas Freund aus der Johto-Region kam auf den Besuch vorbei und hat mir diese drei Pokémon gegeben. Aber die sind ziemlich schwach. Also kannst du eins haben. Welches willst du? Wow, das ist eine ganz grundlegende Entscheidung, mit der ich nicht gerechnet habe. Ein Cyndaquil hatten wir ja schon. Das war ja unser Elvis, ne? Oder? Ja. Wir haben eigentlich wenig Pflanze, ne? Wir haben gar keinen Pflanzen-Pokémon eigentlich. Ich habe jetzt auch keinen dringenden Bedarf danach bisher, weil viel, was man mit Pflanze machen kann, kann man auch mit Wasser machen. Aber ich würde so sagen, generell, woran es uns mangelt von diesen drei, dann würde ich eher auf Chikorita gehen. Obwohl die anderen natürlich irgendwie cooler sind. Aber, Mann, ja. Doch. Pflanze können wir am ehesten halt brauchen von den drei, ne? Komm, ich mach Chikorita. Oder hatten wir das auch schon? Nee, oder? Nee. Nee. Okay, Moment, das schreibe ich mir direkt auf. Ich schreibe mir das alles immer gleich auf. Das muss ich mir so angewöhnen. Sonst plane ich das irgendwann. Also. Chikorita haben wir bekommen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Okay, ich gehe gleich direkt wieder rein. Wetten, der ist jetzt weg? Nee, der ist jetzt wirklich da, okay. Oft ist es in so Spielen so, die NPCs verschwinden aus dem Bild und dann sind sie überhaupt nicht da, wo sie sein müssen. Dann, was hat er jetzt zu sagen? Nix. Ja, ich weiß. Ich weiß, ich muss nach Sophronia, das weiß ich noch. Nee, shit, da wollte ich nicht hin. Hotel, wo ist das Hotel? Da ist es ja schon. Warst du das? Nee, warst du das? Nee.
Wen habe ich denn in der Safari-Zone hier getroffen? Warst du das? Warst du das? Ja. Sieh. Aus dem schleimigen Beutel grapscht es hinein und zieht irgendwas raus. Ein Lucky Egg. Das war, wie war das? Das erhöht die erhaltenen. Das ist zum Grinden gut, ne? Das erhöht die erhaltenen XP. Jo, das ist echt gut. Das können wir gut gebrauchen, denn ich glaube, die nächste Grind-Session ist nur eine Frage der Zeit. Was war denn hier nochmal? Oh, stimmt, wir können jetzt ja surfen. Room one of my Pokémon. Ja, du kannst gerne eins meiner Pokémon legen. Okay, jetzt ist es hübscher und glücklicher. Cool. Danke. Wo ist dieser Dude mit der Flöte? War der nicht hier irgendwo? Ich weiß es eigentlich gar nicht. Doch, da ist er. Die gelbe Flöte bekommen wir jetzt von ihm. Okay, ist. Ja, okay, es weckt auf. Nicht weckt nicht auf, sondern hier. Ist wie sagt man, ist das Wort, wenn man aus einer Verwirrung herauskommt? Es snappt einen raus aus der Verwirrung. Es entwirrt einen. Okay, ich denke, wir sind jetzt hier in dem Gebiet erstmal fertig und jetzt können wir endlich nach Saffronia City, wo ich schon so oft gerätselt habe, wie man da in Saffronia weiterkommt. Übrigens, was mir auch beim letzten Mal aufgefallen ist, hier oben gibt es Crimson City. Da werden wir auch mal versuchen, vielleicht irgendwie, da muss man ja anscheinend, zumindest wird es hier so angedeutet, von Azuria City aus hin. Das ist hier, was ist wahrscheinlich gerade Route 24, 25, das müsste ja irgendwie so diese Route bei Bill oder so sein, oder? Und von da aus vielleicht irgendwie hin. Jetzt wollen wir uns erstmal in dieser Folge Saffronia City widmen. Ich glaube, das wird auch Herausforderung genug sein. So, irgendwas muss sich jetzt hier verändert haben. Denn Koga, oder wer war es? Koga hat uns nach dem letzten Arena-Kampf gesagt, dass wir hierher kommen sollen. Denn er will sich um Team Rocket kümmern. Aber wo ist er? Ist ja alles nach wie vor gesperrt. Bis auf das Dojo, in dem wir schon richtig aufs Maul gekriegt haben. Was ist mit ihm hier? Okay, der war vorher noch nicht da, oder? Aber bei dem haben wir irgendwie. Wow! Cyros! Das sieht ja cool aus. Kingfion sieht kacke aus. Dieses Kingfion sieht aus, als wäre das so ein Kürbis, so ein Halloween-Kürbis. Aber es ist ja eigentlich ein Kingler. Und. Was ist das? Ist das ein Leafion? Ist das ein hier, ich weiß nicht mal mehr, wie das auf Deutsch heißt, Folipurba oder so? Quasi ein Pflanzen-Evoli? Das müsste dann quasi einfach normal und Wasser sein. Pflanze und Wasser. Und das andere ist dann wahrscheinlich Käfer und normal. Käfer, normal, Pflanze, Wasser. Gegen den Käfer müsste Flug gut sein. Gegen die Pflanze müsste Gift gut sein. Machen wir den als erstes weg. Machen wir mal hier das Sichlor. Sichros weg. Käfer ist auch gut gegen Pflanze. Ne?
Ich gehe mal davon aus, dass die Queen das Cyrus one-hittet. Dann darf dir das Omarit gleich hinterher den anderen angreifen. Nee, es one-hittet nicht. Oh. Oh. Das kann Psycho-Attacken. Ah. Okay, es war auch ein Crit, aber trotzdem. Ich hab. Oh nee, also wenn wir die Queen verlieren, dann ist das ein Vibe. Dann sind wir einfach. Dann haben wir das Spiel verloren. Also ich meine. Nicht so, als hätten wir nicht davor eventuell schon Vibes gehabt, die wir einfach dreist ignoriert haben. Ich gebe dem jetzt einfach einen Hypertrank, obwohl es ein bisschen Verschwendung ist, aber. Nee, also. Mit der Queen können wir nichts anbrennen lassen. Hat er das jetzt benutzt? Aber ich habe halt auch nichts. Gestein könnten wir auch auf das Cyrus machen, ne? Ah, ich bin so blöd. Ich hätte ja auch in Omarits Runde, in Omarits Zug, die Queen heilen können. Okay, okay, ist okay. Das hat gereicht. Okay, Q-Hun levelt weiter. Okay, der hat anscheinend nur eins. So, also jetzt hier. Stimmt, Flug wäre auch gut gegen den. Gegen Pflanze. Aber Gift müsste eigentlich auch gut sein, ne? Da. Jetzt. Ah, oh, nee, fuck! Okay, Gott sei Dank habe ich es noch gemerkt. Gift verletzt ja uns alle. Es verletzt ja auch das Omarit. Also Sludge Wave meine ich. Nicht Gift per se, aber Sludge Wave schon. Dann machen wir es so. Ja, reicht ja auch eh. Okay, okay, okay. Oh! Endlich! Oh, bitte bleib cool. Bitte bleib ein cooles Sprite. Ja, doch, das ist. Das ist ein würdiges Upgrade. Es ist nach wie vor ein gutes Sprite, nicht so ein vermurkstes Ding. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch wieder Custom. Doch, auf jeden Fall. Marrowhorn heißt es jetzt. Okay. What? This kid is dangerous. Come on, let's bail. Team Rocket ID. Ah, endlich. Okay. Ich muss jetzt kurz was machen. Was ich immer viel zu sehr vernachlässigt habe. Und zwar gleich mal unser Team da in unserem Overlay updaten. Und zwar haben wir zum einen hier wen dabei? Dieses. ein ganz wichtiges Teammitglied. So wichtig, dass ich mich nicht mal mehr weiß, wen wir dabei haben. Shelter haben wir dabei. Und unser Shelter. Habe ich das Sprite noch gar nicht runtergeladen? Unser Shelter, das ist ja zur Hälfte ein Shelter und zur Hälfte ein. Wie heißt es? Haunter. Muss ich jetzt mal kurz runterladen, das ist immer sehr mühsam hier bei dieser Webseite. Sehr umständlich. Bitte um Geduld. Shelter und das kommt jetzt mal hier rein. Na. Bisschen arg groß. Und dann ein Upgrade. Ja, unser Q-Horn, das jetzt ein Marrowhorn ist. Rhyhorn, da haben wir es. Nicht ein Rhywack, sondern ein Marrowhorn. Okay, das ist leider nicht so ein cooles Sprite. Okay, das Sprite, das ich gerade hier aus der Website runtergeladen habe, ist. Das ist eben nicht custom-made, sondern das ist das automatisch generierte. Das sieht auf jeden Fall nicht so cool aus.
Da kann ich bei Gelegenheit mal hier das Spielverzeichnis durchforsten. Oh, was ist denn doch hier? Das ist auch winzig. Kann ich mal das Spielverzeichnis durchforsten und dann das bessere Sprite raussuchen. Aber das ist noch mühsamer, als es jetzt hier ohnehin schon ist. So lasse ich es jetzt mal kurz. Okay. Wir könnten mal kurz heilen, aber eigentlich sind wir auch gar nicht verletzt. Ne? Wir haben nur ein bisschen AP verloren, sonst nichts. Ja, jetzt haben wir diese ID. Okay. Damit kommen wir jetzt wo überall rein? Hier, oder? Oh, ich brauche auch noch eine Team Rocket Uniform. Aber es gab doch hier irgendwo so eine Kneipe. Genau. Rocket Meal. Was ist denn ein Rocket Meal? Das ist auf jeden Fall Kategorie Medizin. Zwei habe ich sogar. Es ist surprisingly tasty. Das kann ich ihm geben, oder wie? Dann freuen die sich wahrscheinlich. Okay, das habe ich alles schon gemacht. Okay, einmal am Tag bekommt man hier ein Free Meal. Gut, wenn man schon mal hier vorbeilaufen, dann speichere ich kurz. Gut, aber jetzt. Was bringt mir jetzt diese ID noch? Jetzt habe ich halt hier dieses Meal, aber. Aber was denn noch? Hier komme ich immer noch nicht rein. Doch! Stimmt, da komme ich jetzt rein. Ah, die Uniform. Anscheinend haben sie mir vergessen, die Uniform zu geben. Ich sollte einen Executive danach fragen. Ja, wo finde ich denn einen? Okay, da ist er. Er ist anscheinend auch reingekommen. Oh, er hat einen Einblick darauf bekommen, wo sie die legendären Vögel verstecken. Ich weiß jetzt allerdings gar nicht mehr genau, ob in unserem Randomizer dann diese Vögel auch immer noch die gleichen Vögel sind. Die Laxos waren ja auch einfach nur irgendwelche Squaglas oder sowas. Oh, die legendären Vögel sind hier im Gebäude. Fluchtseil ist auch so ein Item, das ich viel zu wenig benutzt habe in den Pokémon-Spielen. Und wenn ich sage viel zu wenig, meine ich nie. Ich glaube einmal wahrscheinlich. Im allerersten Playthrough quasi. Das Wort klingt so. Als ich zum allerersten Mal als Kind Pokémon gespielt habe, da habe ich es wahrscheinlich ausprobiert und danach einfach nie wieder. Team Rocket Greg. Would like to battle. Piffy! Oh, ein Piffy! Sieht aus wie so eine. So, entweder ist es so ein Baby oder eine Oma. Eins von beiden, aber nichts dazwischen. Das müsste jetzt total Elektro sein, oder? Super Elektro. Elektro und Elektro. Hornbull, das könnte so ein Horn Edge sein. Und ein Snubbull, dann ist es irgendwie Geist oder so, oder Stahl. Aber ganz ehrlich, wir können eh irgendwie nur die Green brauchen. Wobei, gut, bei Level 30 könnten wir Blazro und Omarit auch einsetzen. Die dürfen wir nicht vergessen. Ist es jetzt Stahl oder Geist? Ich weiß es nicht.
Ich probiere es mal mit Unlicht. Wenn es Geist ist, ist es gut. Wenn es Stahl ist, ist es kacke. Es ist Stahl. Okay. Guck mal, der schafft es nicht mal, so viel Schaden zu machen. Mehr Schaden zu machen, als wir uns pro Runde heilen. Aber was ist denn jetzt gut gegen Stahl? Boden ist gut, oder? Jo. Bellrack, Bellrack. Was könnte das sein? Aha, Nebarak und... Was ist das? Bell. Hä? Was ist das für ein Gesicht? Kapier's nicht. Was ist es denn? Keine Ahnung. Sebastian hat einen Ryrack. Das Vieh ist einfach 80% Schwanz. Ja, proportional nicht zu dem Körper passt. Okay, Steinkäfer. Flug. Bodenkäfer. Flug ist es nicht. Megoplop. Megoplop. Dragoran oder Dragonier und. Plipplop, Pipplop, Plipplop, Plipplop, Plinfa, Wasser. Da habe ich nichts. Gegen beides habe ich nichts. Auch wieder so ein Vieh, das einfach so zu 80% aus Schwanz besteht, weil der einfach proportional nicht an diesem Körper ranpassen kann. Kommt auch der Kopf raus. Der hat einfach eine andere Perspektive als das. Als der Körper. Was mache ich denn jetzt? Drache. Ich hab nix. Ist Unlicht schlecht gegen Drache? Okay, es war ein Crit und dann noch ein Flinch. Das ist einfach völlig egal. Marrowhorn. Ist Level 29 schon. Tough. Schon, sage ich, als aber ja geil, jetzt ist der halt einfach da. Geht der wieder weg, wenn ich da rum? Ja. Bist du ein Gegner oder? Okay. Ja, schon Level 29, sage ich, aber das ist halt einfach immer noch weit runter. Was ist das denn? Nein, nett. Wohl Notzug. Wohl Notzug. Käfer oder auch Feuer. Hä? Nicht Käfer? Oder ist es Gift? Da müsste jetzt aber Boden richtig gut sein. Ich dachte, es wäre Käfer. Milosaur, Milotic. Weiß ich auch immer nie, was das ist. Es ist Gift, oder? Ein Venusaur oder irgendein Saur. Bulbasaur, Venusaur, Ivysaur. Wahrscheinlich schon ein Ivysaur mittlerweile. Sollen wir da mal Feuer drauf machen? Einfach um mal wieder unser Blast Row zu benutzen, damit es nicht ganz abgehängt wird. Das müsste ja irgendwie
Wow. Sieht irgendwie cool aus. Luge wäre auch gut. Was ist denn eigentlich stärker? Das würde mich jetzt mal interessieren, weil ich meine, in dem Fall wäre beides effektiv. Luke und Feuer. Beides ist auch Stab, oder? Ja. Beides hat Stab, das macht 90 Schaden. Das macht 85 Schaden, kann aber verbrennen und hat einen hohe Volltrefferquote. Da würde ich fast sagen, dass der Blaze Kick besser ist, obwohl er eigentlich ein bisschen weniger Schaden macht, theoretisch. Oh fuck, das ist Wasser. Hoppla, ich bin wieder weg. Fuck, ich dachte Milotic. Stimmt, Milotic kann auch Wasser. Das ist auch Wasser. Das war ein kurzes Abenteuer für unseren Blazrow. Das war wahrscheinlich sein letzter Einsatz für heute, so wie ich mich kenne. Okay, wir heilen direkt. Wir haben hier noch so Coffee, heilt 50 Punkte. Wie viel braucht er denn, Blazrow? Ja, so 70 haben wir da nichts irgendwie. Der Potion macht auch nur 50. Naja, gut, wir machen einfach einen Trank. Haben wir überhaupt welche? Haben wir überhaupt normale? Oder was macht eine Limonade? 80. Nehmen wir einfach eine Limonade. Okay, was machen hier diese Teleporter? Sie teleportieren 8F. 2F, zweiter Lore. Zweiter Stock. Und wo teleportiert er mich jetzt hin? Auch auf den 8. Dann gehe ich einfach mal hier lang. Mantis Jerry hat einen Giffrey. Alte, ewige. Ewige Frage, ewiger Streit im Internet. Heißt es Giffrey oder Jeffrey? Was ist das? Drache? Oder Feuer? Drache wahrscheinlich, ne? Und ein Butterfree, oder? Könnte eventuell Käfer sein? Ah, nee. Keine Ahnung, dann war es vielleicht Flug. Swarm Reap. Das ist wieder irgendwie Mareep, oder? Das ist Elektro-Swarm, keine Ahnung, so ein Boden gelöt. Alter, was ist denn das? Holy moly, das ist hier so ein Mordable oder so, ne? Wie sieht das denn aus? Sieht irgendwie geil aus, aber es sieht halt auch scheiße aus, rechtzeitig. Okay, aber ich glaube Mudable, na gut, das ist normal, ist es eigentlich Boden, aber in dem Fall ist es wahrscheinlich dann nur Wasser. Kack-Voodoo. Immer dieses Kack-Voodoo. Okay, das ist Gestein. Und was ist Kack? Ich überlege gerade, ob ich da mal das Umarit benutzen soll, einfach für das Gestein, aber was ist denn Kack? Es ist hier ein Kokuna oder was? Ja. Okay, kann es das irgendwie gefährlich werden? Gestein, wir sind auch Käfer, ne? Fuck. Das ist eigentlich total eine dumme Kombination, weil es ist zwar brauchbar gegen Gestein, aber gleichzeitig halt auch nicht. Also es ist gut gegen Stein und es ist anfällig gegen Gestein. Fuck, was ist eigentlich besser, Brine oder Surf? Ich glaube Brine, ne? Deshalb haben wir es behalten. Brine macht was. Okay, wenn es ungefähr die Hälfte HP nur hat, dann macht es doppelten Schaden. Ah. Okay, das heißt quasi, am Anfang ist Surf besser,
Ab der Hälfte der HP ist Brine besser. Dann benutzen wir Surf. Nice, endlich macht mal wieder das Omarit was alleine. Das sich nach wie vor noch nie entwickelt hat. Marrowhorn. Weiterhin Punkte durch den EP-Teiler. Und den Typen haben wir. Ich wollte noch schauen, ob der an dem PC irgendwas machbar ist. Nee. Gott, ich hasse immer diese Teleporter-Rätsel. Die machen mich wahnsinnig. Obwohl die eigentlich nicht wirklich schwierig sind, aber die stressen mich von Anfang an. Einfach nur die. Also nicht nur das Level, nicht nur das Puzzle selbst stresst mich, sondern einfach zu wissen, dass es jetzt ein Teleportationspuzzle gibt. Unabhängig davon, ob es schwierig ist oder einfach. Einfach nur die Anwesenheit des Puzzles stresst mich. Bellport. Das ist mal irgendwie erfrischend, sowas richtig Low-Leveliges zu begegnen. Also nicht Low-Level, aber so frühe Pokémon. So Safcon und so. Solche Dinge. Nachdem wir ja plötzlich schon irgendwelche Glurax und Legendaries und Dragorans hatten. Patel. Was ist ein Patel? Ich würde viel lieber. Also ich. Oh. Okay, ein Parasquirtle. Ich würde gerne irgendwie auch die anderen mal einsetzen, zumindest die zwei anderen, die brauchbar sind, Omarit und unser Blazrow. Aber ich weiß immer zu selten, was, also an den Namen, was da kommt. Bei dem Patel zum Beispiel jetzt wäre ich einfach nicht drauf gekommen, dass es ein Parasquirtle ist. Wobei, dann hätte ich eh nicht wirklich was einsetzen können. Aber gut. In anderen Fällen wäre es manchmal praktisch. Wäre vielleicht Blazrow gut oder Omarit gut, aber ich habe nichts. Also ich muss wieder reinkommen, Leute. Ich habe schon was dagegen, aber ich weiß nicht, was kommt anhand des Namens. Ihr wisst schon, was ich meine. Und es kommt halt auch immer dazu, dass die Queen halt einfach fast für alles irgendwie was hat. Das ist so ein bisschen das Problem, das wir damals auch mit dem Psyfisch hatten, also Problem in Anführungszeichen, dass es halt sehr gut ist. Aber halt so gut, dass wir gar nicht was anderes einwechseln müssen. Und irgendwann haben wir nur noch ein gutes. Weedos. Smoke Weedos every day. Okay, das ist bestimmt ein Weedle. Da könnten wir zum Beispiel das Blazrow benutzen, aber ich habe wieder Angst vor dem Dos. Könnte das ein Zapdos sein? Das wäre halt dann wieder hart gegen Flug. Oder ein Rampardos, das könnte wieder Gestein können. Das ist auch wieder scheiße, wäre gegen Flug und gegen Feuer. Deswegen traue ich mich wieder nicht. Und es ist ein Rampardos. Heißt das so auf Deutsch überhaupt? Irgendwie so ähnlich. Okay, das könnte jetzt. Ich weiß nicht, ob das Stahl ist. Ich mache jetzt einfach mal Boden. Ich glaube, das ist gut. Jetzt wäre natürlich Feuer total effektiv gewesen. Ne, Moment, das war überhaupt nicht Stahl, oder? Ach, keine Ahnung. Armor Bull. Armor Bull. Was ist das? Das ist die Entwicklung von Anorit. So ein Gesicht wird unser Omarit auch mal bekommen, oder? Ist es bei uns das Gesicht? Omarit hat bei uns ein. Nee. Nee, andersrum ist es. Genau, Omarit hat ja bei uns einen Anorit-Körper und ein Ammonitas-Gesicht. Dann, nevermind. Was ist das dann jetzt? Kampf? Kampfkäfer? Nee. Irgendwas, wo Flug gar nicht gut ist.
keine Ahnung. Bulldoze. Was ist nochmal Bulldoze? Eine Bodenattacke. Greift alles um ihn herum an. Das klingt für mich immer so ein bisschen gefährlich nach. Es verletzt auch seine Mitkämpfer im Doppelkampf. Und es reduziert die Geschwindigkeit, die Initiative des Gegners. Der Getroffenen. Nee, komm. Wir haben schon eine bessere Bodenattacke mit Bone Meringue. Was sind wir jetzt gekommen? Von da oben sind wir gekommen. Was machen die grünen Teleporter? Was machen die roten Teleporter? Ich weiß es nicht. X-Verteidigung. Oh, hier können wir uns heilen. Nice. Ich habe schon überlegt, ob wir bald mal wieder rausgehen sollen. Aber wenn es hier auch geht, dann hat sich das erledigt. Okay, er war jetzt ein... Ihm musste ich jetzt helfen. Der andere, der einfach genauso aussah, war dann ein Gegner. Amadeus hat einen Swamp Sprout. Swamp Sprout. Alter, wie sieht das denn aus? Das ist einfach so ein Pumper mit so einem Vollbart. Sieht so ein bisschen aus wie einer von den Leuten. Also eigentlich hat er irgendwie drei Iros, was schon mal ziemlich geil ist. Aber er hat auch ein bisschen, sieht auch ein bisschen aus wie so jemand, der sich so ein Motiv in die Haare rasiert. So ein richtiger Pumperboy. Okay, das ist jetzt wahrscheinlich Boden, ne? Und. Achso, oder Wasser. Wasserkampf? Bodenkampf? Das ist auf jeden Fall irgendwas, was die Effektivität von Flug aufhebt. Was mich verwirrt. Was kann es denn sein, dass Flug uneffektiv ist? Stahl? Gestein? Elektro? Vermutlich nicht. Eigenartig. Pikatein. Pikatein. Was ist denn ein Tein? Ah, ein Mantein. Okay, dann ist es. Elektro und Wasser. Es hat keinen Einfluss, keine Wirkung. Boden hat keine Wirkung. Okay, weil das Ding schwebt oder was? Dann beiße ich ihn einfach weg. Level up für die Queen. Not enough grit. Nicht genügend Grütze. If you don't turn back or brag, don't brag, I'll call for backup. Okay. Ich vermute, im Aufzug können wir einfach in jedes Stockwerk fahren. Irgendwie verstehe ich noch nicht so ganz den Sinn von allen Stockwerken. Ich hätte jetzt einfach auch so mit dem Aufzug hier hinfahren können, oder? Naja, vielleicht werde ich den Kniff des Puzzles noch verstehen. Travis. Togedon. Nice. Ich finde immer diese Kombination so geil, wo einfach so eine Hälfte ultra krass ist. Oder also vor allem, wenn der Körper so ein krasses Muskelvieh ist. Und dann einfach so ein Babykopf drauf ist. Togedon. Boden. Ja. Irgendwie levelt unser Marrowhorn ganz schön langsam. Ist echt mühsam. Weiß nicht, ob wir heute noch hier wieder rauskommen. Der Stream geht gar nicht mehr so lang. Ich dachte, wir kommen heute weiter. Tyranrill.
Das ist jetzt genau das Gegenteil von dem, das ich vorher meinte. Das ist jetzt ein Babykörper mit einem Monsterkopf. Ist auch witzig, aber andersrum finde ich es noch witziger. Okay, was ist das jetzt? Ist das jetzt... Kann es mir nie merken, Mann. Ist das jetzt Wasser oder Fee? Mal einfach Boden. Das könnte eventuell gegen das Despotar gut sein. Und ist es auch. Don't you dare disinspect Team Rocket. Disinspect. Und grünes Item. Card Key. Es ist nicht Keycard. Show Team Rocket a little inspect. Team Rocket Julian would like to battle. Cleafens. Alles mit einem Pipi-Kopf sieht einfach kacke aus. Beziehungsweise ein Pixie ist das, oder? Nimm das. Achso, es ist ja selber auch Gift. Okay. Nimm dies. Okay, das war richtig dumm. Das ist Fee. Aber jetzt ist auch schon egal. Jetzt kann ich es auch nochmal machen. Auch wenn es nochmal dumm ist. Okay, das hat gar nichts gebracht. Mir scheißegal, was du zu sagen hast. Alter. Okay. Ich muss es erstmal kurz versuchen zu identifizieren. Da kommt ein Bein. Das ist ein Bein. Also es hat irgendwie so ungefähr 4 Gliedmaßen. Das kann ich mal grob einschätzen, so auf den ersten Blick. Aber an welcher Stelle sich welche Art von Gliedmaßen befinden, kann ich nicht erkennen. Sind es 4 Beine? Es hat irgendwie... Es hat 2 unterschiedliche Beine. Dann hat es noch einen Arm, der aber aussieht wie ein anderes Bein. Und dann hat es noch einen Arm, der einfach so ein, wie so ein Spaten oder so geformt ist. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber wir machen es schnell tot. Ich weiß jetzt nicht, ob es Flug ist oder Eis oder Stahl oder Kampf. Ich mache jetzt einfach mal Boden drauf. Ja. Das scheint die richtige Wahl gewesen zu sein. Steepoke. Okay, Poke ist wahrscheinlich ein Slowpoke. Was ist Stee? Naja, es bleibt eh die Queen wieder drin. Läuft doch eh drauf hinaus. Oh, ein Stalos. Dann müsste wieder Boden gut sein, oder? Jo. Marrowhorn bekommt wieder ein Level up. Aber ich denke mal, auf Level 31 passiert nichts. Pinbite. Was ist Pinbite? Mann, ich kenne immer die Namen zu wenig. Oh, okay. Was ist das? Wie heißt das? Knarksel? Knackrack? Was ist. Oh, ein Pinsir. Okay, jetzt klar, natürlich Pinsir. Da hätte ich drauf kommen können. Ich weiß jetzt nicht. Flug müsste effektiv sein gegen Pinsir, aber es könnte sein, dass das Knackrack das ausgleicht. Tut es nicht. Magrack. Okay. Da müsste ich jetzt doch mal kurz das Omarit benutzen können. Magrack müsste doch jetzt irgendwie ein Magbee. Oh, es könnte auch ein Magneton sein. Ne, es ist ein Magbee und ein Weberack. Kann ich doch jetzt guten Gewissens mal Wasser drauf benutzen, oder? Jo.
Aber auch hier wieder so die Kombination Wasserkäfer war irgendwie saudumm. Weil auch da wieder das Feuer gegen uns wäre jetzt zwar schlecht gegen das Wasser, aber es wäre trotzdem halt gut gegen den Käfer. Also es ist auch nicht so. Es ist nicht so gut gegen Feuer als ein normales Wasser-Pokémon. Wir haben die ultimativen Pokébälle entwickelt und wir haben es benutzt, um die zu fangen. Okay, das funktioniert auf Deutsch irgendwie nicht vom Satzbau. Um zu fangen die. Und wir fingen damit. So könnte man es sagen. Ups, ich habe zu viel gesagt. Was? Selbst der Wicht hier ist ein Mitglied von Team Rocket. Juggler Jim. Jongleur Jim. Those Vampire Queen. Shed Turn. Das ist hier so ein Ninja. Auf. Hat es die Spezi. Okay, es kommt jetzt darauf an, wessen Ability, wessen Fähigkeit es hat. Wenn es die Fähigkeit von Ninja Tom hat, dann hat es nur ein KP, aber es kann nur durch eine effektive Attacke gekillt werden. Und das müsste dann vielleicht Flug sein, weil es vielleicht irgendwie Käfer ist. Nee. Fuck, das war zu schnell weg. Was war das? Scheiße. Was hilft denn jetzt? Wonder Guard, das ist eben genau der Scheiß jetzt. Oh Mann. Lantern. Das ist Wasser, oder? Aber da habe ich nichts dagegen. Ninja, aber ist Ninja Tom nicht? Ich sage immer Ninja Tom, aber ich glaube, es heißt Ninja Tom. Wegen Atom. Nicht Tom. Ich kann jetzt mal alles durchprobieren, aber ich glaube, das. Ich dachte, das ist Käfer. Warum ist es dann. Warum geht dann Flug nicht? Nein, nicht nochmal das gleiche, Mann. Ich habe doch nach rechts gedrückt. Ja, es geht alles nicht. Fuck. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt zum Beispiel, wenn ich einfach gar keins habe? Also wenn ich nichts dabei habe, dann muss ich mich einfach wipen lassen vor dem Vieh. Ich kann ja nicht flüchten. Das ist einfach, dann habe ich einfach verloren. Holy shit. Ich hoffe jetzt wirklich sehr, dass ich irgendwas im Team habe. Und zwar im Idealfall irgendwas von den besser gelevelten, weil sonst ist es einfach. Es ist einfach der Tod von Nuzlocke. Okay, Moment, ich muss jetzt kurz suchen. Ninja Tom ist. Käfer und Geist. Es könnte auch Geist sein, aber Unlicht hat auch nicht funktioniert. Und es hat die Hidden Ability Wunderwache. Das Pokémon mit dieser Fähigkeit erleidet nur Schadenattacken, die sehr effektiv sind. Allerdings wird das Pokémon weder vor Statusattacken noch vor indirektem Schaden wie durch Vergiftung oder Hagel oder Rückstoß geschützt. Verzweifler und Leitteiler treffen ebenfalls. Das heißt, im schlimmsten Fall können wir es mit Verzweifler killen. Aber warum funktioniert weder Biss noch Flug? Was ist denn Lumpy's Landtouren, oder? Auf Deutsch. Nee. Wie heißt das nochmal? Das heißt nicht Lumpy. Landtouren. Heißt auf Deutsch auch Landtouren. Okay. Lantern halt. Mit dem haben wir es doch hier zu tun, oder? Ja. Und das ist Wasser-Elektro. Aber es ist doch wahrscheinlich Wasser. Okay, angenommen, es ist Wasser und Geist. Dann wäre doch Biss gut gewesen. Angenommen, es ist Wasser und Käfer. Dann wäre doch Flug gut gewesen. Angenommen, es ist Elektro.
und Käfer, dann wäre flugneutral gewesen. Angenommen, es ist Elektro und Geist, dann wäre Biss gut gewesen. Das heißt, es ist Elektro und Käfer. Ist Boden schlecht gegen Käfer? Ja, okay, es ist Elektrokäfer. Das heißt aber, Feuer geht. Leute, das muss es jetzt sein. Was ist Stockpile? Water oder so, oder? Das macht irgendwas Fieses. Schnell, mach's tot. Und zwar mit Feuer. Jetzt haut er daneben. Elektro! Okay, okay, das ging zum Glück. Alter, das hat sich so krass gebufft, dieses Vieh. Oh, endlich. Okay, das hat mir jetzt ein bisschen Sorgen gemacht, weil stell euch vor, man hat einfach nichts Effektives im Team. Ist einfach im Arsch. Zum Glück geht's mit Verzweifler immerhin, das ist eine Methode. Kannst du einfach durchheilen, bis es sich selbst umbringt. Landreap. Schon wieder Elektro. Elektro, Elektro. Da mache ich jetzt aber mal Flug wieder raus hier. Wäre natürlich jetzt das Marrowhorn auch ganz geil, ne? Ich weiß nicht, ob ich mich da schon traue einzusetzen. Mit der Bodenattacke. Schön selber Typ Boden und dann noch Bodenattacke drauf. Das wäre eigentlich nice gewesen. Aber es könnte halt auch sein, dass es Wasserattacken kann. Deshalb lieber nicht. Oh goodness. Es ist noch ein weiter Weg bis zu meinem Boss. Ja. Und vielleicht will ich gar nicht zu einem Boss. Vielleicht will ich einfach alle einzeln genüsslich fertig machen. Was ist mit dir hier? Ist auch noch schnell fertig gemacht. Und dann muss ich eigentlich leider schon aufhören. Ich muss nochmal versuchen, ob ich in diesem Teleporter... Oh! Das ist unser Elvis. Das ist der Elvis. Das war Elvis. Okay, weiter geht's. Clefersan. Das ist wieder ein halber Elvis. Oh, das passt wenigstens von der Kombi. Das könnte fast so gehören. Ringsum. Coffinja. Oh nein. Ach so, nee, Moment. Das kann ja kein... Nee, wie heißt dieses Ninja-Turm auf Englisch? Jedinja, okay, fuck, das ist es halt echt einfach schon wieder. Ach bitte, ist das jetzt nicht so ein Part in dem Random, also wo alle das ständig haben? Ich meine, die Vier sind dafür zum Glück nicht gut, aber... Ja, was kann ich denn jetzt gegen... Ach gut, aber gut, da könnte ich jetzt ja einfach Flug machen. Ja, easy. Ich glaube, der hatte eh gar nicht dieses Ding. Diese Ability, weil der hatte mehr als einer HP. KP. Okay, wo war denn eigentlich? Was ist mit ihm los hier? Wir sind zu viel Kaffee getrunken, der Junge. Die Jüngen. Gameleon. Irgendwie so ein Online-Nickname. Ja. Keine Ahnung. Boden? Jo, Boden. Im Zweifel ist es immer Boden irgendwie. Ein Typ, den ich früher nie benutzt habe. Nur jetzt hier in diesem Nuzlocke-Spiel. Weil man einfach zu wenig Auswahl hat. Weil man einfach nehmen muss, was man kriegt, und dann lernt man plötzlich neue Typen kennen. Der ist ganz schön stark. Also, hält viel aus, meine ich. Hype Wack. Ich wollte ja eigentlich
möchte eigentlich heilen und aufhören. Mirawak levelt wieder auf. Beiler. Das ist doch wieder hier so giftmäßig. Vielleicht auch Geist? Nee. Weder noch, es ist normal Gestein. Hätte ich jetzt richtig mit Kampf reinboxen können, ne? Aber es ist wieder Boden. Es ist immer der Boden. Am Ende ist es immer der Boden. Who are you? War panels take you to another war panel of the same color. Ja, das dachte ich mir schon. Ach, fuck. Jetzt muss ich aber echt langsam heilen und aufhören. Und jetzt kommt... Das ist ja schon wieder so ein Ninja-Turm. Alter, die haben das jetzt ständig. Und das ist ein fucking... Was ist das überhaupt? Ich versuch's jetzt mal mit Flug und hoffe, dass es effektiv ist. Ja, okay. Nein, das lebt noch. Was hat er gemacht? Ich weiß es nicht. Ja, okay. War relativ unbeeindruckend dafür, dass er so ein richtig fieses... Legendary hier dabei hatte. Ich muss jetzt kurz mal schauen. Ich weiß nicht mehr. Ich gehe jetzt einfach... Ach, wisst ihr was? Ich fahr jetzt einfach ganz runter. Also, fast ganz runter. Und suche von hier aus einfach nochmal... Ich weiß nicht mehr, wie ich gegangen bin. Ich könnte natürlich einfach rausgehen und ins Poké Center gehen. Aber ich würde gern dieses Bett finden. Hier bin ich doch lang gegangen und dann war es hier. Okay, dann speichere ich an dieser Stelle. Und dann treffen wir uns an eben jener Stelle, nicht jener, an eben dieser Stelle, beim nächsten Mal wieder. In Pokémon Infinite Fusion Randomizer Nuzlocke Challenge. Ich kann es trotz dreiwöchiger Pause immer noch aussprechen. Also, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.